noch sehr viele andere Dinge zu sagen, jetzt auch was jetzt Vivantes hier in Berlin betrifft, aber das können wir natürlich nachher nochmal in der Diskussion machen, weil eigentlich wäre es gut gewesen, wir hätten parallel mit der Charité auch den Tarifvertrag von der Personal gekämpft. Aber ja, das machen wir vielleicht lieber nachher, das, die Geschichte kennen wir auch so einige und da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Weil im Grunde genau das ist jetzt auch mein, also ich bin schon seit dem Streik 2015 auch in dem Bündnis, auch als sozusagen Liaison zu Vivantes. Wir sind bei Vivantes auch vom Bündnis unterstützt worden, als wir vor 2 Jahren im Rahmen der TVÖD-Runde auch in wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Mobilisierung hatten, die leider von Verdis Seite ausgebremst wurde, um das einfach jetzt mal auszusprechen. Aber das ist halt nachher nochmal ein Diskussionspunkt, den wir hier nicht mal aufbringen werden. Wir haben schon vor 2015 schon versucht, über den Landeskrankenhausplan in Berlin, dazu haben wir eine Unterschriftenliste gemacht, eine Unterschriftensammlung gemacht, um halt Personalmindestvorgaben als Qualitätskriterium in den Landeskrankenhausplan reinzubekommen, was uns auch gelungen ist, die aber nicht verbindlich sind. Und auf der Grundlage halt auch nochmal, halt um noch mehr Druck auszuüben, auch nochmal auf einer politischen Ebene, haben wir uns dann halt ausgedacht, dass es doch gut wäre, wenn wir ein Gesetz beschreiben würden, wo Qualitätsvorgaben festgeschrieben werden auf landesgesetzlicher Ebene. Also es gibt in jedem Land ein Landeskrankenhausgesetz und einer der Hauptpunkte, die da drin ist, dass die Qualität der Patientenversorgung, dass es die Qualität der Patientenversorgung sicherstellen soll. Und was ist für die Qualität von der Versorgung das Wichtigste eigentlich, ist ausreichend Personal. Und so haben wir dann Paragraphen in dieses Gesetz reingeschrieben, die im Grunde das regeln sollen, was der, also viele Sachen haben aus dem Tarifvertrag der Charité übernommen. Dann haben wir noch, dann steht da noch drin Vorgaben zur Reinigung, weil Hygiene ist auch ein ganz wichtiges Qualitätskriterium für die Versorgung der Patienten. Dann gibt es Konsequenzen bei Nichteinhaltung. Also ganz wichtig ist darin auch die Information, also die Information von den Krankenhäusern, wie viel Personal sie eigentlich haben. Ja, die gibt es nämlich eigentlich. Die gibt es nämlich kaum. Das ist auch eine der Schwierigkeiten, die ihr mit eurem Tarifvertrag habt. Ne? Also diese Patientenpflege Ratio, wie heißt das? Also eine Pflegekraft versorgt 10, 15 Patienten oder 1 zu 5, das sind halt die Zahlen, die eigentlich nur aus Befragungen errechnet sind und nicht von den Krankenhäusern kommen, diese Zahlen. Die legen nicht offen, für wie viele Pflegekräfte da eigentlich oder wie wenig Pflegekräfte eigentlich die Patienten versorgen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann die Investitionen sind auch Landessache und deswegen haben wir auch da in das Gesetz reingeschrieben, dass die Investitionsquote halt auf eine erhöht werden muss. Das wäre hier im Grunde fast verdoppelt hier in Berlin, weil das ist der einzige Weg, wie wir uns über Finanzierung von mehr Personal auf einer Landesebene, wo wir halt dann Einfluss haben könnten, gesetzlich. Eigentlich gibt es das Gesetz schon, aber es ist nirgendwo gesetzlich festgeschrieben, wie hoch diese Quote sein muss. Und die fordert ja auch
niemand ein. Die Krankenhäuser könnten auch hergehen hier und klagen gegen das Land, was sie natürlich nicht machen, weil sie ist ja der Eigentümer, dass sie halt das Geld kriegen. Und wir haben unseren Volksentscheid am 1. Februar gestartet. Die Hamburger sind letztendlich mit ihrer ersten Stufe schon durch. Wir lassen uns noch ein bisschen mehr Zeit, weil es, also in Hamburg sagen wir schon ganz, ganz offen, dass es da halt schon Widerstände gibt wegen der Bundesgesetzgebung, die gerade eben auch geregelt wird. Wir und halt auch andere, also es gibt wenige Juristen, die das irgendwie fachlich eigentlich wissen können, ja, weil es halt schon auch was Neues ist, aber der Ansatz ist eigentlich auch auf Landesebene regelbar ist, weil es halt drin steht. Es ist eher noch die Frage, ob es wirklich bundesgesetzlich geregelt werden kann. Aber diese Frage stellt bisher auch nicht so richtig jemand. Wir haben schon ein bisschen Druck, also unser Druck hat schon ein wenig Erfolg hier in Berlin. Also es gibt diese Bundesratsinitiative, die letzte Woche verabschiedet wurde in Bezug auf diesen 137i, den sie gerade, den sie bis zum 30.06. erstmal regeln wollen. Das ging hier von Berlin aus, dass da halt das soll ja regeln, dass pflegesensitive Bereiche nur eine Personalbemessung kriegen, wobei die Auslegung, was jetzt pflegesensitiv sehr, sehr eingeschränkt ist, und das soll halt auch alle bettenführenden Abteilungen ausgeweitet werden, und es soll auch das Patientenwohl im Mittelpunkt stehen und nicht Vermeidung von Vorkommnissen. Also das steht halt auch so in dem, was hier gerade die Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft sich da ausdenken, könnte eher noch zu einer Verschlechterung der Situation führen, dass es irgendwas besser macht. Also das, deswegen ist es gut, dass es da halt schon auch immer Druck von anderer Seite gibt, noch mehr als was im Koalitionsvertrag steht. Aber es ist schon mal ein Zeichen dafür, dass wir halt schon so ein, dass es einfach gehört wird, ja, und wir setzen natürlich mit diesem Volksentscheid und den Unterschriften sammeln das Thema in der Öffentlichkeit. Das ist mal, also letztendlich thematisiert wird auch schon im Koalitionsvertrag, dass eigentlich die Krankenhausfinanzierung, also es steht drin in dem Koalitionsvertrag, dass die Krankenhausfinanzierung sich ändern müsste. Weil das ist natürlich auch das Argument von unseren Arbeitgebern. Wir würden ja gerne ganz viel regeln, aber wir kriegen das Geld nicht dafür. Also und eine der Ursachen in dem Pflegenotstand, die wir haben, ist die Krankenhausfinanzierung über Fallpauschalen, und das gehört eigentlich auch abgeschafft. Aber das käme ja einer kleinen Revolution gleich. Ja? Aber die kleine Revolution steht im Grunde im Koalitionsvertrag drin. Aber mit Jens Spahn habe ich natürlich keine Hoffnung, dass der das auch nur irgendwie umsetzt. Also da steht drin, dass die Personalkosten aus den Fallpauschalen rausgenommen werden und die Personalkosten extra finanziert werden. Und wenn sie das tatsächlich umsetzen würden, wäre das der erste Schritt zur Abschaffung der Fallpauschalen. Wenn sie es umsetzen würden. Naja, aber dann kommen ja die nächsten Berufsgruppen, die das halt auch dann fordern würden. Und das ist dann, natürlich ist das nicht alles. Das andere Problem ist halt auch, dass hier in Deutschland durch Krankenhäuser Gewinne gemacht werden.
werden können. Das ist halt auch ein Teil des Mangels an Personal dadurch entsteht, dass die Krankenhäuser Profite erwirtschaften dürfen und müssen. Und woher nehmen sie das Geld? Das ist natürlich an Personal einsparen und vor allen Dingen ganz wichtig, den Punkt, den müssen wir, ist wichtig, dass wir den halt auch wirklich immer wieder anbringen, ist die prekäre Beschäftigung in den Krankenhäusern. Dass halt dadurch auch zum einen Tariferhöhungen finanziert werden, zum anderen aber auch Profite finanziert werden. Dass dadurch, dass halt ganz, also alle Bereiche, die irgendwie ausgegliedert werden können und konnten, wurden ausgegliedert und dort werden Hungerlöhne bezahlt. Und das kann nicht sein. Also das schafft einfach auch so eine Ungleichheit in den Krankenhäusern und in der Gesellschaft überhaupt. Und dass es bei öffentlichen Arbeitgebern möglich ist, ist einfach ein Skandal. Das gehört auch immer wieder thematisiert. Und das ist jetzt natürlich nicht, drin im Koalitionsvertrag. Ja. Also da reden wir zwar von Tariferhöhungen, müssen jetzt gering finanziert werden, aber da steht nichts davon drin, dass alle Beschäftigten auch Tarif überhaupt kriegen. Ja. Also das lassen wir natürlich aus. Dann, also mit den die Bündnisse, hier ein paar Leute sind ja auch hier aus anderen, aus der Bundesrepublik, wo halt die Bündnisse auch entstehen sind und schon entstanden sind. Und das, ich finde das halt auch ein gutes Zeichen, dass diese Bewegung einfach auch breiter wird und auch den öffentlichen Raum einnimmt, den es jetzt einfach auch braucht. Sehr positive Entwicklung, auch dass Hamburg auch den Volksentscheid gemacht hat, finde ich einfach super. Wir können das ja auch gegenseitig unterstützen, machen wir ja auch. Und es ist natürlich, in Bremen sind sie auch am Überlegen, was zu machen. Es ist natürlich so, Volksentscheid auf in den Flächenländern ist einfach schwieriger. Also das ist einfach schwieriger zu mobilisieren und hinzukriegen als in den Stadtstaat. Das muss man einfach auch mal sehen. Also da muss man wirklich sehen, ob man da nicht, also die tarifliche Schiene läuft ja auch. Also jetzt würde ich mal übergehen zur Bewegung Entlastung von Verdi bundesweit. Charité ist der große Leuchtturm. Das Saarland ist der kleine Leuchtturm. Auch ein große Leuchtturm. Nein, der ist nach wie vor der große Leuchtturm. Zwei Leuchtturm. Im Saarland haben sie angefangen mit der Entlastung und die haben auch wirklich gute Erfolge da. Wir haben sehr gute Erfolge mit Ultimaten. Wo halt einzelne Stationen tatsächlich auch einen besseren Personalschlüssel erkämpft haben. Die haben den ersten Streik an einem katholischen Krankenhaus organisiert. Die Uniklinik ist bei euch mit dabei, ne? Bei den Unikliniker-Treffen. Also da läuft so einiges, also jetzt einen direkten Abschluss, glaube ich, gibt es da noch nicht wirklich. Aber die sind halt dran und wenn man sich so halt also die Berichte und die Bilder aus dem Saarland anguckt, das ist halt einfach toll, wie aktiv die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind. Und da bewahrt sich das wirklich, was du eben gesagt hast. Man muss halt, wenn man reingeht in die Häuser oder wenn man ein paar Leute in den Häusern mobilisiert, dann passiert auch was. Also die warten im Grunde so drauf, dass man sie anstupst. Dann die Unikliniken Baden-Württemberg, Heidelberg, Tübingen, Freiburg, fehlt mir da noch was? Ulm. Ah, ja. Die haben auch schon einige Streiktage jetzt hingelegt.
dort ist jetzt gerade, also die haben jetzt ein Angebot vom Arbeitgeber, wo sie jetzt ernsthaft verhandeln. In Gießen-Marburg, die Kliniken, das ist ein der wenigen privaten Träger. Ich habe auch ein großes Thema. Nee, bitte. die haben auch einen Abschluss, die haben tatsächlich schon einen Abschluss zum Thema Entlastung, in Düsseldorf und Essen, die Unikliniken, da weiß ich nicht genau, wie der Stand ist, da findet so eine Erpressung durch die TVL statt, also Tarifgemeinschaft der Länder, die sagen, dass wenn ihr hier zum Thema Entlastung verhandelt, dann sollen wir mit den anderen Verhandlungen, die gerade laufen, zur Entgeltordnung und zu anderen Dingen auf. Und wie das der neueste Stand ist, da weiß ich jetzt nicht genau, weil die Erfahrung mit Erpressung durch Arbeitgeberverbände machen wir eben TVÖD. Da gibt es halt die Ansage, dass wenn die kommunalen Arbeitgeberverbände zum Thema Entlastung Verhandlungen aufnehmen, dann würden sie aus dem Arbeitgeberverband ausschließen. Und das gilt nach wie vor, deswegen sind wir bei die Band ist auch nicht wirklich weitergekommen. Aber in Niedersachsen zum Beispiel, in der Region Hannover, das sind auch TVÖD-Häuser, die sind trotzdem in der Auseinandersetzung und versuchen das auf einer betrieblichen Ebene abzuschließen, also Betriebsvereinbarung. Das ist auch nicht zu unterschätzen mit betrieblicher Ebene. Also zum Beispiel haben sie in Dampf, es ist ein Helios-Klinikum, haben sie gerichtlich durchgesetzt, dass es sowas wie die Personalmindestquote gibt auf den Stationen. Und zum Beispiel zahlt Helios ziemlich hohe Strafen, weil sie die Pause nicht einhalten. Also sie sind ja hier auch in Berlin erstritten worden, in Währing. Also da läuft viel, was man halt nicht so richtig mitbekommt, außer es gibt jetzt immer so ein Urteil wie bei Dampf, weil da läuft halt auch viel über betriebsrechtliche Fragen. Und also es läuft einfach viel, das ist alles nicht so in der Öffentlichkeit, das muss man halt dann über sowas wie Volksentscheide machen, aber halt in den Kliniken da oben doch sehr. Ja, erstmal vielen Dank, Silvia.